zusammen. Sehe, wir sind hier heute Morgen gut vertreten. Unser großer Tag ist gekommen, haben wir lange darauf hinzugearbeitet. Heute wollen wir es endlich umsetzen und einen neuen Stützpunkt umzuziehen. Ja, der besondere Tag ist heute, dass wir nach 17 Jahren Planungsphase in die neue Feuerwache eingezogen sind. Also aus der alten ausgezogen, in die neue eingezogen sind. Und ich denke mal, das ist schon nach so langer Zeit ein emotionaler Moment für alle, die daran beteiligt waren. Natürlich für alle Feuerwehrleute, weil das erlebt man in so einem Feuerwehrleben ja nicht ganz so oft. Wie habt ihr denn den Tag heute gestaltet? Wir haben heute absichtlich das Ganze inoffiziell gestaltet. Das heißt, wir haben einen Feuerwehrkorso gemacht, einmal durch die Stadt, damit die Bevölkerung weiß, dass wir heute umziehen. Aber dann eigentlich nur einen Tag mit unseren Familien, weil der eigentliche Tag der offenen Tür am 22. Oktober werden wir alle wenig Zeit für unsere Familien haben. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen das heute gemeinsam mit einer kleinen Bratwurst und einem Getränk dazu. Und dann wird das Ganze gegen 13 Uhr beendet sein. Ja, die neue Wache war zwingend erforderlich, weil in der alten Wache bauliche Mängel da waren. Das heißt, die ganze Elektrik war hinfällig. Die ganzen Vorgaben der Unfallkasse Hessen und der Unfallverhütungsvorschriften konnten nicht mehr eingehalten werden. Stellplatzgrößen. Die Umkleide war da noch in der Fahrzeughalle, die Absauganlage war 40 Jahre alt und nicht mehr in Funktion. Da sind viele Sachen aufeinander geprallt, wo es dann irgendwann zur Entscheidung gehen konnte, eigentlich nur neu bauen zu müssen. Das alte Gebäude ist im Rahmen der ganzen Bauphase an den neuen Eigentümer übergegangen. Da war ein Vertrag, ist da aufgesetzt worden mit dem Grundstück, wo wir uns jetzt hier befinden. Mit dem neuen wurde ein Tausch gemacht, sodass da auch ein Nacheigentümer jetzt schon feststeht und der wird da in den nächsten 4 Wochen spätestens das Gebäude übergeben bekommen. Das neue Gebäude ist A, etwas größer. Wir kriegen also alle unsere Fahrzeuge, Abrollbehälter und sonstiges rein. Die Werkstätten sind entsprechend den Arbeitsplatzverordnungen ausgestattet. Die Umkleiden sind separat, Frau und Männer getrennt. Die Absauganlage ist auf dem neuesten Stand der Technik. Und somit sind alle Möglichkeiten oder alle Notwendigkeiten, die es gibt, eingehalten worden. Wir haben aktuell 18 Stellplätze. Davon sind 2 Stellplätze Eigentum des Landkreises Kassel. Da befindet sich das Katastrophenschutzlager oder ein Teil des Katastrophenschutzlagers des Landkreises drin. Und alles andere ist für die Benutzung der Feuerwehr Wolfhagen mit allem, was dazugehört. Also wir Einsätze fahren wir im Regelfall im Jahr zwischen 250 und 350. Das variiert. Einsatzaktive zurzeit sind es 75 hier im Wolfhagen Mitte, sodass das alles auch noch sichergestellt werden kann auf ehrenamtlicher Basis.